Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Space Engineers. Und ja, die letzte Aufnahme ist gestern her. Ich bin heute auch ein bisschen spät dran, es ist wieder 8.30 Uhr, wir waren noch was essen vorher. Und ja, der macht Musik. Hat er schon immer Musik gemacht? Ich weiß, warum der Arc-Reaktor immer noch Sachen reinzieht. Und zwar hat mich da, glaube ich, der Leichengott draufgebracht. Wir müssen Förderband ausmachen. So, und dann dürfte er auch theoretisch nicht mehr Arc-Reaktor. Dann dürfte er auch nicht mehr als die 50.000 angegebenen Einheiten rausziehen. So, das können wir hier zusammenpacken. Jo, das ist schon mal erledigt. Und ja, hier ist unser Kollege wieder in der Werkstatt. Die Batterien sind so ein bisschen gefüllt. Oh jo. Wir haben ja immer noch das Problem, dass wir nicht weiterkommen, weil einfach mal der Arc-Reaktor hier drin noch nicht fertig ist. Deshalb fällt mir noch ein, um das Ding wirklich auch flugfähig zu machen, müssten wir zumindest auch was zum Abstoppen haben. Das heißt, wir brauchen die Hydrogen Thrusters und davon nehmen wir auch die Vierer. Dann kommt an jeder Seite oben einer ran. So, aber wir haben hier kein kein Behälter. Doch, da haben wir einen. Wenn wir den jetzt so dicht da dran bauen, ist aber auch kacke. Ja, wir setzen ihn einfach mal hier so ran. Und ein hier so. Ja, ich weiß, das ist nicht die schönste Konstruktion, aber das soll uns ja erstmal nicht stören. Zur Not setzen wir. Komm, dann machen wir es. Wir haben es doch. Komm, setzen wir drei auf jede Seite. Dann haben wir sechs. Dann können wir im All auch gut manövrieren. So, und dann brauchen wir hier draußen natürlich die. Könnt ihr mal gucken, was das hier ist? Ah, das sind die großen Cargo-Tanks. Sehen auch nicht schlecht aus. Nur bringen die uns, glaube ich, nicht viel. Nein, die bringen uns nicht viel. Nehmen wir das ganz normale Förderband. Förderband. Hier. Kommen wir zwar nicht mehr an die Kisten ran, aber. Und natürlich fehlt uns die interne Panzerung. So, frage ich mich, warum hier wieder so ein Klotz rumliegt. Wir spielen auch gerade so mit entspannten 21 FPS. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Interne. So, 20 reicht uns aus. Wir haben zwar theoretisch genug Platz, aber brauchen ja nicht so viele. So, das kommt jetzt hier auf jede Seite ran. Ich denke mal. Ja, die Hydrogen. Machen wir hier weg. Die könnten wir eigentlich auf der Seite anbringen. Wisst ihr was? Ich habe schon wieder den Namen vergessen, ey. Was man nicht im Kopf hat. Es tut mir leid. Lalala, hier. Wie heißen die denn?
Truster. Ich kann mal ganz normale. Atmosphärik. Oh, ich kam nicht drauf. Ist es denn zu fassen? SF-Truster? Nee. Haben wir noch. Das war gerade ein sehr schneller Schatten. 5x5x1 Volt Truster Purple Flame. Was haben wir denn hier für Truster? Small Atmos T4. Small Atmos T4, da haben wir sie. So, und nur zum Abstoppen. Ne. Vier, ne, jetzt also insgesamt vier. Wo habe ich denn jetzt da drüben rangepackt? Auf der Höhe. So. Die sind dann fertig. Die Hydrogendinger sind auch schon fertig. So, das heißt, wir haben jetzt Antrieb von hinten, von unten. Alles T4er. Haben hier drei auf jeder Seite zum Manövrieren. Da haben wir zwei auf jeder Seite und zum Abbremsen haben wir vier. Und zum nach oben fliegen haben wir acht. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt können wir innen drin, sollten wir jetzt mal langsam auch die alles programmieren. So, dazu erstmal aussteigen, einsteigen. Und dann programmieren wir mal. Scheiße, das ist ja alles noch hier verbunden. So, Small Atmos. So, Hallo? Atmospheric Thrusters. So, die alle genommen. So, Rakete. Atmos. Speichern. Aus und ja. Aus. Okay, jetzt Hydrogen. Hydrogen. Den. Large Hydro Thruster, das ist der große. Rakete Hydro. Speichern. Block im Terminal auszeigen. So, jetzt haben wir Hydro und aus erstmal. Aus dem Grund, damit wir, damit, wenn jetzt irgendwann der, wie heißt der hier, Arc-Reaktor, da nicht losmarschiert. So, das dürfte das vom Programmieren her gewesen sein. Jetzt können wir aussteigen. Wir könnten irgendwann noch mal die. Sehen wir da überhaupt was? Ja, doch. So, dann. Ne, steigen wir aber aus, trotzdem aus, sorry. So, hier den genommen. Ich, ja, möchte ich auf mich wechseln. Und jetzt brauchen wir diesen Namen. Kopieren. LCD. Da machen wir Hydro-Tank. Da muss ich nochmal nachgucken, aber ich will es nur schon mal sortieren. Hier machen wir
Auch ich. Ja, muss ich. Damage, Power Time. Das Ding wollte ich haben. Power Time, so. Dann haben wir. Jetzt muss ich ganz kurz. Write commands to public or private title. So, dann. Ach, das Ding geht, weil. Stimmt, weil es mit der Station verbunden ist. So, hier kommt unser Damage Report. Damage. Hier können wir ja Cargo, Echo, Cargo X. Mal gucken, ob die Befehle auch alle so stimmen. So, und beim Hydrotank, den kennt er natürlich nicht. So, dann haben wir hier. Machen wir Inventory XS Echo. Okay, machen wir erstmal nicht. Okay, der hat natürlich jetzt noch eine Menge, weil er mit der Station verbunden ist. Aber das müsste sich nachher klarifizieren. K. Okay, dann müsste das eventuell Inventory Stern Oxygen. Plus Oxygen sein. So, und dann müssen wir mal gucken, ob er das Hydrogen. Jetzt macht er nur Oxygen Tank. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich bin nicht sicher, ob er den Befehl so kennt. Oder nur Tank. Tank. Ansonsten ziehen wir hier noch einen Echo-Befehl hin. Und dann einfach nur Tank. Unknown Comment. Ja. Gute Frage. Da bin ich jetzt überfordert. Ich müsste mir wirklich mal die Befehle vorher raussuchen, bevor ich hier irgendwas reinschreibe. Gut, jedenfalls, das steht. Aha, aha, aha. No damage blocks found. Und Cargo used. So, jetzt ist hier alles soweit fertig. Da das Ding mit der Station verbunden ist, passt das auch. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wahrscheinlich müssen wir da noch einen kleinen Generator ranbauen. Einen kleinen Reaktor. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt kurz... da müsste ich vielleicht kurz das Ding ausstellen. So, Block aus. Und dann können wir hier mal... Reaktor groß... und alles rein. Zack, zack. Gott sei Dank hatte ich das noch umgestellt mit dem, dass wir ein bisschen mehr Material mitnehmen können. Also wir haben jetzt quasi ein 8000er Volumen. Ich denke, es ist okay. Es ist jetzt nicht groß gecheatet.
Kabum. So, dann ist der schon mal weg. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen. Wo ist das Uran hin? Uran ist weg. Wahrscheinlich weg. So, dann Uran, das. Alles da rein. Mache irgendwie im Moment zur Zeit nicht so viel Action hier, ne? Also wenn euch irgendwas stört, sagt es einfach, wenn ich noch irgendwas bauen soll. Da war noch Uran. So, jetzt haben wir den, der ist da dran, ne? So, dann das Zeug raus. Gut, und jetzt muss ich noch gucken, wir haben jetzt noch den hier. Ich hatte da eigentlich noch was vor. Sollen wir nur gucken, wie der hier verbunden ist. So, der hängt oben dran. Das ist okay. Da dürfte er theoretisch... Hängt der oben dran? Der hängt oben dran, oder? Der dürfte theoretisch nicht abfallen. Theorie ist immer eine Sache. Gut, egal. So, das alles mitgenommen. Dann kommen wir hier raus hier. So, dann machen wir Folgendes. Machen wir mal das hier kurz an. Dann noch ein Förderband wieder ran. Und was haben wir alles abgelegt? Natürlich die interne Panzerung. Oh. Interne. So, das raus. Und dann kann das hier fertig gebaut werden. Jetzt müssen wir nur sagen, an. So, und was ich bauen wollte. So, nur gucken, ob wir das so hinkriegen. Ja, doch, eigentlich müsste das gehen. Wenn wir jetzt da so lang... So, da ist breit. Dann könnten wir den noch versetzen. Ich hoffe, dass der oben hält, wenn der da so angebunden ist. So. Okay. So, nochmal aus. So, du jetzt hier rein. Weg, weg, weg. Das kann dann alles durchsortiert werden. Na, komm schon. Also die Reaktorkomponenten, aber naja, gut, egal. So, jetzt sind die alle weg. Jetzt kommt nichts daran, weil wir haben schon wieder keine interne Panzerung. Interne. So, dann Reaktor. Und Uran. Na, aussteigen. So. Du dahin. Du dahin. Und du dahin. Dann ist er auch nach unten verbunden. Dann hängt er da nicht so in der Luft.
So, der kommt da von oben ran, das ist okay. Den kann man von unten hier auch noch verbinden. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt könnten wir das Ding, was brauche ich ja dann so ewig? Können wir das dahin? Naja, wir lassen das da. Gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Machen wir erstmal Schluss für heute. Wir werden das aber trotzdem hier noch eine vergrößern, eine Nummer vergrößern. So. Und dann kommt da Glas rum. Und das werden wir als Laufweg drum machen. Eventuell müssen wir das hier nur nochmal versetzen. Um ein oder um zwei. Ich möchte nämlich, dass man um den Reaktor rumgehen kann. Ich hatte überlegt, ob wir den dann hier auf die Seite setzen, dass er ein bisschen weg ist von den Naniten. Aber das lassen wir so. So, das Ding erstmal wieder an. Ich bedanke mich für die heutige Folge beim Zuschauen. Ich rendere das und schmeiß das dann ganz schnell raus, dass ihr was zu gucken habt. Und sage bis morgen und Happy Halloween. Ciao.